Diesmal begeben wir uns zu Beginn auf eine schöne Reise. Ein Traum zum Greifen nah. Das Nonplusultra eines jeden Menschen. Schön wäre, wenn wir wären schon da. Aber das wäre zu einfach. Wir müssen uns verdienen, das Ziel. Es beschreiben können wir nicht annähernd, denn es ist viel zu viel. Zu viel, was wir nicht wissen, was wir nicht können begreifen. Dort wird sein, was kein Auge hat je gesehen zuvor. Lass uns mal gedanklich durch Jenna streifen. Ein Ort, der für die Gläubigen steht bereit. Eine ewige Bleibe der Glückseligkeit. Ein Ort ohne Hass und ohne Streit. Ein Ort ohne Trauer, ohne Leid. Keine Kriege weit und breit. Kein Tod, kein Altern wie in unserer Zeit. Dort fließen Bäche mit Milch und Honig gefüllt. Die Ehefrau in hübsche Kleider gehüllt. Wird jedes Mal schöner, wenn sie vom Markt kommt. Was ist? Bist du jetzt schon hingangsprompt? Ja, das kannst du wohl glauben, deine Frau noch schöner als jetzt. Aber glaub, es ist kein leeres Geschwätz. Dies ist nur ein Bruchteil von dem, was uns erwarten kann. Wenn wir den Islam leben, Allah alleine dienen und durch seine Barmherzigkeit inshallah dann, wird man nur begreifen können, wenn man ist vor Ort, wenn da das Wörtchen wenn nicht wäre. Denn man muss dienen dem Lord, der gesagt dem Herrn der Welten, ihm ist dich zur Seite zu stellen. Denn das ist etwas, da lässt er keine Ausreden gelten. Du musst doch glauben an Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die anderen Propheten und Gesandten, musst doch erfüllen die anderen Pflichten. Da ist es nicht getan mit ein paar kleinen Schichten. Der Islam ist eine Lebensweise, bestimmt für alle Menschen auf ihrer Reise. Die Reise, die sich nennt unser Leben, die endet, wenn kommt das große Beben, durch das die Berge werden eben. Das Beben, das kommt, wenn wir durch die Sur geblasen, dann wird jeder auferweckt und glaubt, unsere Herzen werden rasen. Schneller als je zuvor, und die Angst steht uns in die Augen geschrieben, wenn wir werden an Yawm al-Qiyamah zusammengetrieben. Die Versammlung von uns allen am Tag des jüngsten Gerichts. Alles, was du hattest im Jenseits, wird dir da bringen nichts, außer deiner Taten, die du hast vorausgesendet. Und hast du das Schlechte vermieden und Gutes getan, so inshallah alles gut endet. Aber bitte glaub nicht, dass die Shahada ist die Green Card für Al-Firdaus. Wie erwähnt, der Islam ist eine Lebensweise, Stein auf Stein, gebaut wie ein Haus. Deshalb beginne jetzt und setz dein Fundament und dann geht's weiter, Stein für Stein. Und wenn du machst Tauber jetzt und Al-Thawab die Reue entgegennimmt, dann bist du rein. Und jeder Stein von deinem Haus ist zugleich ein Schritt in Richtung Al-Firdaus. Aber werde nicht übermütig. Die Rede ist von einem Schritt in die Richtung. Das heißt nicht automatisch, dass du dort schon liegst auf einer Lichtung. Am besten, du hältst dir immer beides vor Augen. Jahannam, das wird immer wieder aufs Neue dir Kräfte rauben. Die Hölle, heißer als alles das, was du kennst, wo du immer wieder aufs Neue verbrennst. Und auf der Gegenseite ist das Paradies, die höchste Stufe in Al-Firdaus. Man kommt nur hinein durch Allahs Barmherzigkeit und wenn man fleißig baut an seinem Haus. Stein für Stein, auf Fundament sicher und fest. Wenn du da entgegenkommst, mach dir auch leichter den Rest. Vielleicht gibt es einiges, wo du sagst, das schaffe ich nie. Doch sag niemals nie, probier's und sieh. Allah ist auch Al-Aziz, er hat die Allmacht. Und du wärst nicht der Erste, der anfangs hat gedacht, er schafft es nicht, aber bemüht sich und später man ihn sieht, wie er jeden Tag in der Moschee auf dem Boden kniet und fällt mit Gottes Furcht mit seinem Angesicht zu Boden, wie uns auch ist von Jesus bekannt. Und so beginnst du mit dem Bau deines Häusles und du hast viele Geschwister, die sind da gemeinsam, Hand in Hand. Hand in Hand, gemeinsam auf dem Weg zum Segen. Gehst du einen Schritt auf Allah zu, so kommt er dir zwei entgegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst besser von dir behaupten, ich weiß, wer ich bin. Also schau in dich rein, wer versuchst du zu sein und denk dran, du bist nicht allein. Die Brüder oder auch für die Frauen, die Schwestern sind für dich da. Und nicht zu vergessen, Al-Wali, der Beschützende, auch genannt Allah. Ich bin Muslim, Alhamdulillah, und ich wünsche uns allen, dass wir einmal sein werden da, im Paradies, in Al-Firdaus, dass unsere Steine hier auch bauen dort ein Haus. Amen.